In der Tat, Herr Mayer, war es so, dass die Grundstückssituation in dem Bereich, auf dem heute das Schloss steht, aber auch das ECE-Einkaufszentrum sich befindet, dass diese Grundstückssituation schon sehr vielfältig war. Da gab es Grundstücke in privater Hand, da gab es Grundstücke in städtischer Hand, aber da waren auch Grundstücke Landeseigentum. Logischerweise Landeseigentum, weil natürlich das Herzogtum Braunschweig, das spätere Land Braunschweig, dann im Land Niedersachsen aufgegangen war. Und insofern waren Grundstücksteile, von denen wir heute sprechen müssen, im Eigentum des Landes Niedersachsen. Und die Landesverfassung sieht vor, dass der Landtag Grundstücksveräußerungen zustimmen muss. Auch in der Landeshaushaltsordnung ist das festgelegt. Und Sie erinnern sich ja daran, dass die Idee der Wiedererrichtung des Braunschweiger Residenzschlosses schon politisch, aber auch in der Bevölkerung zunächst heftig umstritten war. Die Bevölkerung, von der man heute sagen kann, glaube ich, dass sie zu weit über 90% die Wiedererrichtung des Residenzschlosses ausdrücklich begrüßt und sich darüber freut, die war durchaus gespaltener Meinung, konnte auch wahrscheinlich noch gar nicht so richtig übersehen, was wird da tatsächlich entstehen. Und die politische Landschaft war eigentlich auch dadurch geprägt, dass es vehemente Befürworter gab, aber auch sowohl im Rat der Stadt Braunschweig als auch im Niedersächsischen Landtag durchaus auch viele Gegner gab, die das nicht wollten. Und wenn man dann darauf angewiesen ist, die Grundstückssituation so zu klären, dass hier gebaut werden darf, sprich also vom Land Grundstücke zu erwerben und der Landtag muss zustimmen, dann muss man sich schon was einfallen lassen, damit diese Landtagsmehrheit auch tatsächlich gewährleistet ist. Und da war ich in der Tat als Staatssekretär des Finanzministeriums mit dieser Frage befasst. Das muss ungefähr gewesen sein im Jahre 2003, in dem Herr Hoffmann, Dr. Hoffmann, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, auf mich zukam und mich mit diesen Fragen befasst hat. Wir haben dann das in langen Gesprächen erörtert und versucht, eine Lösung zu finden. Und heute im Rückblick kann ich sagen, dass die Lösung, die wir dann angesteuert und auch gemeinsam, er in der Stadt Braunschweig und ich als Vertreter der Landesregierung in den Ausschüssen des Landtages durchgesetzt haben, dass diese Lösung, glaube ich, schon sehr, sehr zukunftsorientiert und zukunftsträchtig war. Wir haben nämlich gesagt, wir beschränken uns nicht auf die Grundstücksteile, um die es ganz konkret hier östlich des Bohlweges im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau, der Wiedererrichtung, muss man ja sagen, des Braunschweiger Residenzschlosses geht, sondern wir schauen mal, welche Liegenschaftsinteressen hat eigentlich das Land Niedersachsen in Braunschweig und umgekehrt, welche Interessen hat die Stadt Braunschweig bezogen auf das Land Niedersachsen in den Grenzen der Stadt Braunschweig. Und wir haben einfach diese ganzen Punkte mal zusammengetragen. Da waren Dinge drin, wo wir als Land gesagt haben, wir haben Grundstücke, von denen wir uns freuen würden, wenn sie einmal beplant würden, sodass wir sie dann auch verwerten können. Es gab Vermögensfragen im Bereich von Rödershausen. Ich habe damals auch Wert darauf gelegt, dass die Stadt uns ein Grundstück überträgt, das hinter dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum liegt, nicht ahnend, dass wenige Jahre später im Rahmen eines Konjunkturprogramms der Anbau an das Herzog-Anton-Ulrich-Museum just auf diesem Grundstück im Theaterpark, das dann dem Land Niedersachsen gehörte, realisiert werden können. Also wir haben diese ganzen unterschiedlichen Dinge mal zusammengetragen und haben daraus ein großes Grundstückspaket gemacht. Und dieses ist intensiv diskutiert worden auf beiden Seiten und hat anschließend ohne Schwierigkeiten am Ende den Landtag passiert. Und das war im Grunde genommen die Voraussetzung, um überhaupt die weiteren Planungen vollziehen zu können. Ja, als klar war, dass das Residenzschloss errichtet wird, die Gründungsarbeiten stattgefunden haben und in seinen Konturen die Wiedererrichtung auch schon erkennbar war, da tauchte natürlich die Frage auf, wie soll eigentlich der Schlossvorplatz aussehen?
Und die alten Braunschweiger wussten und auch die neuen Braunschweiger konnten es auf Bildern nachvollziehen, dass immer zwei Herzöge auf ihren Rössern vor dem Schloss gestanden hatten und ein Vorplatz des Residenzschlosses ohne diese beiden Reiterstandbilder, insbesondere das von Friedrich Wilhelm, dem schwarzen Herzog, der an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teilgenommen hatte und dabei ja auch den Tod gefunden hatte, war eigentlich undenkbar. Aber der Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Hoffmann, hat immer gesagt, dafür steht kein Geld zur Verfügung. Wenn das wieder errichtet werden soll, dann geht das nur im Rahmen einer privaten Initiative. Die Stadt, aber auch der Investor haben dafür kein Geld. Und die Kosten beliefen sich auf rund 230.000, 250.000 Euro. Und die Frage war, wie macht man so etwas? Ich meine, es muss gewesen sein, im Jahre 2006, im November beim Eisbeinessen des Technikervereins in der Stadthalle Braunschweig, als in kleinerem Kreise noch mal heftigst diskutiert wurde, wie kann man eigentlich diese Summe zusammentragen, um dann auch rechtzeitig mit der Wiedereröffnung diese Reiterstandbilder vor dem Schloss wiedererrichtet zu finden. Und dann hat sich ein kleiner Kreis gebildet, der im Kern bestand aus Walter Meyer, dem Architekten aus, helfen Sie mir, ich glaube, Feltenhof, und Gustav Klauenberg, dem Schlossermeister aus dem Heidberg, die beide gesagt haben, wir schreiben das auf unsere Fahne und wir kümmern uns darum. Und die haben dann mich angesprochen, ob ich als Schirmherr für diese Aktion zur Verfügung stehen würde. Ich habe mit Freuden damals Ja gesagt, weil ich einfach es toll fand, dass Menschen sich finden, die sagen, wir wollen so ein Vorhaben versuchen, privat zu finanzieren, an dem sich nachher hoffentlich alle Braunschweiger und die Besucher der Stadt freuen können. Und ich habe dann angeregt, Mechthild von Feldheim, die Domina des Klosters Marienberg in Helmstedt, hinzuzuziehen als zweite Schirmherrin, weil ein Herr von Feldheim schon bei der ursprünglichen Errichtung dieser Reiterstandbilder maßgeblich dabei gewesen war. Die hat auch freudig zugestimmt und koordiniert hat unsere Geschäfte Frau Dr. Hesse, die Kulturdezernentin der Stadt. Ich erinnere mich an viele Treffen in ihrem Büro, bei denen Herr Klauenberg dann früh morgens um 8 oder 8:30 mit gehacktes Brötchen kam und Frau Hesse hat den Kaffee zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann versucht, Ideen zu entwickeln, wie kann man die Menschen bewegen, für die Wiedererrichtung der Reiterstandbilder zu stiften. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass Herr Professor Biegel Führungen im Dom angeboten hat. Die kosteten dann einen gewissen bescheidenen Eintritt. Dass versilberte Münzen geprägt worden sind, die man kaufen konnte. Und wir versucht haben, auch im Rahmen von mehreren Pressekonferenzen diese Idee den Menschen näher zu bringen. Und in erstaunlich kurzer Zeit, ich meine, es waren keine 3 Monate, war die Summe zusammengetragen. Das lag auch daran, dass zum Beispiel das Bauunternehmen Hochtief eine große Summe gespendet hat, dass der Technikerverein eine große Summe gespendet hat, dass viele andere Unternehmen auch größere Summen gespendet haben, aber auch Einzelpersonen doch erhebliche Spenden dazu beigetragen haben. Also da gibt es durchaus Menschen, die in fünfstelliger Größenordnung privat Geld gespendet haben, um das zu ermöglichen. Sie wissen vielleicht, dass im Schloss, nämlich in dem Bereich, in dem die Bibliothek untergebracht ist, dass es dort ja eine Tafel gibt von den Spendern, die mit einem größeren Beitrag sich beteiligt haben. Aber wir haben eben auch ganz viele Menschen, die sich so über die Idee gefreut haben, die mit kleineren Beträgen ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass am Ende die Summe zustande gekommen ist. Und das zeigte sich dann auch bei der Aufstellung der Reiterstandbilder. Sie erinnern sich vielleicht, das war die Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2007, eine Nacht von Sonntag auf Montag, als so ein Zeitfenster von 2, 2,5 Stunden zur Verfügung stand, um die Reiterstandbilder ohne Störungen durch Straßenbahnverkehr von der Kurt-Schumacher-Straße hierher vor das Schloss zu bringen. Und da gibt es ja noch eine ganz interessante Anekdote. Ich weiß nicht, ob die schon jemand berichtet hat, aber es war damals in der Tat so, dass
die beiden Herzöge hier vor dem Schloss eintrafen und auf die ja schon errichteten und fertig mit Sandstein verkleideten Podeste gehoben werden sollten. Und dass der schwarze Herzog Friedrich Wilhelm zunächst mit dem Kopf des Pferdes und seinem Gesicht in Richtung des Schlosses auf das Podest gehoben wurde. Und dann nach einiger Zeit nochmal heruntergenommen wurde, um dann richtig herum mit Blick Richtung westlicher Bohlwegseite endgültig aufgestellt zu werden. Davon erfuhr auch der Oberbürgermeister Dr. Hoffmann, der sich zunächst fürchterlich erregte, wieso man denn diesen schwarzen Herzog zunächst falsch rum auf das Podest gestellt hat. Die Antwort war aber ziemlich schnell gefunden. Gustav Klauenberg wusste zu berichten, dass der schwarze Herzog ihn gebeten hatte, doch noch mal eine Weile Richtung Schloss schauen zu dürfen, denn er müsse ja dann die nächsten mehrere hundert Jahre Richtung der neuen Bebauung auf der anderen Bohlwegseite schauen. Und er wollte einfach dieses schöne Schloss noch mal in Augenschein nehmen. Also eine wahre Begebenheit, jedenfalls in Teilen. Heute stehen beide Reiter mit Blick Richtung Westen. Und ich glaube, ich beobachte es richtig, dass die Menschen sich gerne an diesen Reiterstandbildern vor dem Schloss treffen. Und insofern kann man feststellen, dass neben dem Altstadtmarkt, neben dem Kohlmarkt, neben insbesondere dem Burgplatz mit dem Löwenstandbild von 1166, auch der Vorplatz des Schlosses, diese ganze neue geschaffene Situation hier, die Attraktivität der Stadt Braunschweig ausgesprochen erhöht hat.